Seid gegrüßt, Reisender, oder herzlich willkommen bei meiner Wenigkeit, der Sky, zu diesem wunderbaren kleinen Video über eure Meinung tatsächlich. Denn ich habe hier, lasst mich den Tab raussuchen, eine kleine Umfrage gemacht. Und zwar habe ich hier diese Umfrage gemacht, sollte ich als 3D-Seller Ratings von anderen Marketplace-Packs machen in Form eines Videos. Und da habe ich dazu geschrieben, ist eine schwierige Entscheidung für mich. Aber warum eigentlich? Naja, ich habe vor Monaten, wenn ihr euch zurückerinnert oder schon so lange dabei seid, ich habe vor Monaten angekündigt, dass ich sowas gerne machen würde. Das Problem war, wieso ich dann nie so etwas gemacht habe, ich habe dann angefangen, eigene Marketplace-Packs rauszubringen und dadurch hatte ich das Gefühl, könnte man mir unterstellen, dass ich A, nicht unparteiisch bin und B, dass ich meine Packs promote, während ich andere schlecht mache, dass andere empfinden könnte, dass ich sie als Marketplace-Creator schlecht mache oder irgendwelche Leute aus der Community mir unterstellen könnten, dass ich tatsächlich nur meine Packs bewerben will, indem ich andere schlecht mache, was nicht der Fall ist. Deswegen würde ich euch mal fragen, was haltet ihr davon? Denkt ihr, es wäre sinnvoll, sowas zu machen? Wünscht ihr euch sowas? Würdet ihr gerne sowas sehen oder sagt ihr nein, lasst das lieber wegen den genannten Gründen, ja, weil ich eben tatsächlich, ich sag mal, unterstellt bekommen könnte, dass ich prinzipiell, ne, ja, das ist die Sache. Wieso komme ich gerade da drauf? Als Beispiel, ich habe mir ein 5-Euro-Pack gekauft vor einem Monat. Das ging, glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, um Wände. Um ganz blöde Wände, also hier um Mauern eher gesagt. Keine Wände, aber um Mauern. Jetzt nicht hier solche Mauern, hier kommen Gabionen kommen hier hin, aber jetzt um blöde Steinmauern, zum Beispiel werde ich hier eine Steinmauer hinmachen noch. Zum Grundstückschutz und da habe ich mir das für 5 Euro gekauft, weil ich ganz klar gesagt habe, für den Preis, den ich gerade bezahle, ist es halt unwirtschaftlicher, wenn ich jetzt die selber herstelle. Natürlich mache ich auch selber Mauern, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt für 5 Euro ein Pack, wo 20 Mauern oder Mauerteile drin sind. Wäre es dann sinnvoller, die selber zu machen oder gerade die 5 Euro auszugeben? Es kommt natürlich immer auf euer Budget an und wie viel Geld ihr jetzt gerade zur Verfügung habt oder nicht zur Verfügung habt, aber letztendlich muss ich sagen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Zeit Geld ist, ist natürlich der Preis von 5 Euro unschlagbar. Ich habe hier im BOD viele eigene Mauerteile drin. Ich habe hier, glaube ich, sogar, was war mein erster Mauerversuch? Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das finde. Hier hinten, das war mein erster Mauermodellierungsversuch. Das war natürlich, naja, mittelmäßig, aber es hat gerade für hier diesen Punkt gereicht. Ja, sowas würde ich im Marketplace niemals verkaufen, weil die Qualität ist schon sowas von, beschissen auf gut Deutsch. Naja. Die wird auch noch ersetzt, war mein erster Mauerversuch von damals, wo ich angefangen habe, 3D-Modelle zu erstellen. Bis heute hat es in diesem Spiel überlebt. Egal. Auf jeden Fall habe ich auf der einen Seite meine Mauerteile, auf der anderen Seite aber dann von einem Pack die Mauerteile, damit man eine größere Diversität im Prinzip herstellen kann. Sprich, dass viele unterschiedliche Mauern vorhanden sind und kein Spieler daran vorbeigeht und denkt, oh, diese Mauer, die habe ich doch schon 500.000 Mal gesehen. Zum Beispiel hier diese Mauer habe ich doch schon 500.000 Mal in dem Spiel gesehen. Nee, das will ich natürlich nicht. Hier, das war auch eine meiner ersten Mauern. Sieht man hier auch ganz gut. Ja, egal. Auf jeden Fall, das ist so die Sache. Und da habe ich mir das Pack für 5 Euro gekauft und was kam raus? Die 3D-Modelle waren schön, aber das Pack ist eher eine Sache, ja, wie soll ich sagen, mehr Zeitaufwand, als ich dann gebraucht hätte, um das selber zu machen, abgesehen von Texturieren, weil ich öffne das Pack und alles war voller Materials, die einfach extrem unperformant waren und das ist natürlich eine extrem schlimme Entwicklung für mich, der Zeit oder die Zeit sinnvoll nutzen will und auf der anderen Seite echt auf Performance achten muss, auch wenn er natürlich nachher die Unreal Engine 5 benutzen will, wo ich sag mal Vertex-Performance und so und die 3D-Modellierungs-Performance eigentlich nicht so unbedingt wichtig ist. Also ist es auch, es ist sogar sehr wichtig, aber das ist halt nicht so wichtig wie in der Unreal Engine 4. Das Problem ist aber grafischer Natur gewesen, dass die Materials einfach extrem unperformant sind und da kann die Unreal Engine 5 halt auch nichts irgendwie großartig ändern. Und das ist halt so die Sache und deswegen würde ich jetzt einfach, oder hatte ich mir jetzt überlegt, mache ich mal ein Video über das Pack, dass ich einerseits gute Packs vorstelle, die ich habe natürlich und andererseits schlechte Packs, die ich habe, einfach damit die Leute vor dem Kauf ein Review von dem Pack sehen können. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber das ist auf der anderen Seite auch ein bisschen, naja, ne, das natürlich greift man dann indirekt, obwohl man das gar nicht so will, aber halt auch die Hersteller irgendwie persönlich an, weil jeder, der sieht, oh, mein Pack wurde vorgestellt, oh, der geht mich hier gerade persönlich an, dass mein Pack auf gut Deutsch, auch wenn ich es jetzt nicht direkt gesagt habe, aber scheiße ist, dann kann man das oder nehmen das bestimmt auch viele persönlich. Deswegen die Frage mal an euch, was haltet ihr von der Thematik? Was haltet ihr davon? Haut's gerne mal raus, weil ich habe eben gesehen, es gibt im Unreal Engine Marketplace extremst viele Packs, die sind extreme Scheiße und extrem viele Packs, die sind eigentlich wirklich nice, bekommen aber viel zu wenig Aufmerksamkeit. Deswegen Frage an euch, was haltet ihr davon, würde ich jetzt mal gerne von euch wissen und
Ja, ihr seht, ich bin gerade ein bisschen im BOD am Werkeln. Jetzt habe ich hier nicht so viel gewerkelt, was ich gemacht habe. Jetzt sagt ihr, oh nein, hat er wirklich gemacht. Das ist ja so aufwendig gewesen. Ich habe tatsächlich hier eine Lärmschutzwand hingezogen. Hier, die ist noch nicht fertig. Ihr seht schon, die ist noch nicht fertig. Die wird noch gemacht. Hier, die war aber auch schon ein bisschen länger vorhanden. Aber jetzt habe ich hier auf der rechten Seite eine neue Lärmschutzwand gezogen, um dieses Wohnviertel nicht so extrem mit den Sounds zu belästigen. Und dann habe ich hier auch noch eine Baumwand sozusagen hingemacht. Also viele verschiedene Bäume hinplatziert, damit ich prinzipiell hier nochmal eine natürliche Lärmschutzwand habe, wie die Brücke nachher sich verändert, ob die hier so, ich sag mal, durchsichtige, transparente Plastik-Lärmschutzwände haben wird oder aus was für Material das auch immer ist. Das weiß ich noch nicht, das werden wir noch feststellen, keine Ahnung. Aber ich finde das hier schon mal ein cooler Unterschied zu sonst. Die Leute, die diese Szene schon vorher gekannt haben, die werden jetzt auch sagen, oh ja, hier hinten, die Bäume machen sich wirklich gut, weil vorher war das hier alles relativ kahl. Denn wenn ich jetzt hier lang fliege, dann haben wir ja natürlich hier diese wunderbare Unterführung. Dort habe ich hier auch noch ein paar Bäume gepflanzt, weil hier dieser Part, der ist ja noch gar nicht fertig, wie ihr sehen könnt. Da war ich jetzt auch schon und habe ein bisschen hier die Höhen und Tiefen geändert, ein paar Büsche hingepflanzt, habe Gras hinzugefügt, etc. Und ja, ne, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Hier kommen noch Gaviolen hin, überall, aber so richtig schwere, weil die ja ein großes, ich sag mal, ein massives Erdreich zurückhalten müssen. Hier habe ich noch ein paar Bäume gepflanzt, die machen sie eigentlich auch sehr, sehr gut. Und ansonsten, mal schauen, ja, nee, habe ich hier hinten halt weitergemacht. Und zwar, wenn ich jetzt hier hin oder mich hier hinten platziere und hier spiele, sieht das ja eigentlich von der Umgebung, abgesehen von der Seite hier, eigentlich schon relativ gut und fortgeschritten aus. Aber das Problem ist eben, dass man hier einfach gar nichts sieht. Und das wollte ich jetzt ein bisschen, oder das Problem wollte ich mal angehen. Und ihr seht jetzt schon, dass wir, oh, nee, wir sehen dieses blöde Haus da hinten einfach gar nicht. Es ist zu niedrig, aber ist halt nicht schlimm. Es hat halt nur ein Obergeschoss und dann ist das ist gut. Und halt ein Dachgeschoss, aber da kommt man ja sowieso jetzt nicht hin. Egal, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich mache mal hier die Seite weiter. Das könnt ihr gerade auf Instagram sehen. Also jetzt gerade habe ich das eben gepostet. Und da habt ihr dann auch gesehen, was für ein Klotz, was für ein weißer Klotz davor war. Und dass ich das jetzt ausgetauscht habe. Und jetzt haben wir eben hier so ein kleines Platzhalterhaus. Und die einen oder anderen denken sich, was ist denn das hier? Also hier kommt der Garten hin, der aufgeschüttet ist. Und hier vorne eine Mauer mit ihrem hier oben sozusagen einem Gitter. Weißt du, ihr kennt das ja, hier so eine Betonmauer mit so einem Eisengitter, kennt der eine oder andere ja bestimmt. Und hier kommst du dann aus dem Bahnhof so raus und das hier kommt gleich noch weg, weil das soll da nicht sein. Und hier auf der linken Seite kommt auch nochmal ein kleines Mäuerchen hin. Dann kommen hier Garagen hin, hier ein anderes Haus und hier kommt dann noch ein bisschen Natur hin. Hier kommt dann so eine Spiralbrücke so prinzipiell hin, die dann hier diese Straße mündet. Und diese Straße verläuft dann hier wunderschön lang zu diesem coolen Hochhaus hier. Das ist auch noch komplett a work in process, genau wie hier diese ganze Stelle. Und ja, hier die Szene wird auch noch gerade bearbeitet. Ich habe halt noch gar keine Garagentore gemacht, das ist halt ein bisschen peinlich, aber so lange stehen die eben auf, ne? Damit es da drinnen auch nicht schimmelt, was? Ja, wie auch immer, Leute. Ich würde mal meinen, sagt mir gerne mal eure Meinung. Ich werde jetzt hier auch nach und nach den Supermarkt weiter einrichten. Also der war ja schon relativ fortgeschritten, wie man sehen kann. Für die nächste Alpha-Version, Preview-Version, wie auch immer ihr es nennen wollt, wird das hier auch schon fortgeschrittener sein. Keine Sorge. Und ich denke mal, die nächste Alpha-Version wird genau im Dezember kommen. Letztes Jahr Dezember, also Dezember 2020 hatte ich eine Alpha-Version. Dieses Jahr 2021 Dezember wird es wieder eine Alpha-Version geben. Und ich glaube, ich habe eben schon mit jemandem geschrieben, der hat eben, oder der hat auch die letzte Alpha gespielt. Und das Problem ist, mein Dokument durch den Festplattenschaden von damals, wenn ihr euch erinnert, ja, das ist weg. Und jetzt habe ich eben keine Reviews mehr, die ich mir abgespeichert hatte. Ich wollte ja auch schon mal immer mal ein Video darüber machen. Aber das Problem ist, da ich so extrem viel jetzt geändert habe in BOD, wird sowieso eigentlich keiner dieser Punkte mehr zutreffend sein. Also ich sag mal, das ist halt so eine gewisse Sache, ne? Jetzt wird auch nochmal das BOD-System ausgetauscht und geändert. Das bedeutet, auch hier kommen wieder Hotfixes hinzu, wo Kleinigkeiten nicht funktioniert haben. Ich plane auch für die nächste Alpha, neben den anderen Sachen wie Dedicated Server, etc. plane ich halt aber auch immer noch, das muss ich auch dazu sagen, ich plane immer noch, dass man hier letztendlich jetzt, ja, wie soll ich sagen, oh, was ist denn der deutsche Begriff dafür? Footstep-Sounds hat, also sprich, dass man wirklich hört, wenn der Charakter sich bewegt. Das hört sich extrem blöd an, aber das hatte ich nie hinzugefügt. Extrem behindert eigentlich. Deswegen will ich das jetzt mal hinzufügen. Das wird noch eine blöde Arbeit, und aber ist egal. Ich denke mal, das wird eigentlich ganz nice. Gegner will ich auch hinzufügen, aber also in Form von Infizierten. Die werden aber nicht final aussehen. Also das sind wirklich nur simple Gestalten, die dann da rumlaufen, und die haben nichts mit dem späteren Game zu tun, weil die Dinger halt eher aussehen wie Zombies. Aber ich wollte halt irgendwelche Gegner hier einfügen, deswegen mache ich das mal so.
Und ich schätze mal, Loot wird es natürlich hier auch geben nach und nach. Dann wird es hier auf jeden Fall noch NPCs geben, also menschliche NPCs. Naja, die Infizierten sind eigentlich auch Menschen, aber es sind Menschen, ja. Aber ich sag mal, nicht infizierte NPCs, vielleicht ein paar Militär-NPCs. Einfach so eine Preview, wie es in der finalen Alpha irgendwann mal aussehen kann, beziehungsweise in einer Early-Beta-Version. Ne? Also wir sind noch nicht ansatzweise in einer Early-Beta-Version dran. Das wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben, als Beispiel, damit auch jeder weiß, was gemeint ist. Und ansonsten, denke ich mal, geht's hier gut voran. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, was in der nächsten Alpha-Version oder welches Spielgebiet hier drinne sein wird. Ich denke mal, hier dieses Spielgebiet wird drinne sein. Dann hier dieses Spielgebiet. Hier das, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich denke mal, das wird auch eingefügt werden, aber da hinten ist so wenig schon gemacht. Also das wird noch extrem karg aussehen und, naja, sehr kahl auf gut Deutsch, ne? Hier wird es prinzipiell, oder hier diese Seite wird auch prinzipiell drinne sein. Aber wie gesagt, ich bin mir echt noch nicht sicher. Vielleicht tue ich auch hier diesen Part nochmal überarbeiten, weil hier fast einfach nur Wald und Natur ist, würde es sich das sogar anbieten, aber naja, ne? Jetzt haben wir hier natürlich auch ein Industriegebiet. Warte mal, lass mich mal draufklicken. Hier haben wir ein Industriegebiet. Das ist natürlich noch nicht mal ansatzweise fertig. Das wird noch ein bisschen schwer. Also die Alpha-Version wird neue Sachen beinhalten. Vom System her brutalst neue Sachen. Vom Gebiet her auch viele neue Sachen, aber so wirklich fertig ist halt hier vom Gebiet her wenig, muss man ganz klar sagen. Also das darf man gar nicht falsch einschätzen. Das ist halt absolutes, es ist ein absolutes Gerüst, was man da bekommt. Aber ein cooler Einblick. Naja. So, das heißt auf gut Deutsch, die Leute, die dazu berechtigt sind, die werden sich freuen. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen Videos über die Marketplace-Sachen, über die Marketplace-Items, die Reviews. Und deswegen würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei einer Wenigkeit, der Sky. Und zu diesem kleinen BOD-Update-Video, was auch immer. Die Kanalmitglieder werden natürlich auch nochmal ein Update-Video dazu bekommen, ein detaillierteres. Und deswegen würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh.